einfach mal wirken lassen. Das nicht wunderschön aus? Ich finde solche Nixie-Uhren wunderschön. Das Gehäuse ist aus massivem Aluminium. Die Röhren sind vom Typ IN18. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ich die Uhr bezogen habe. Jetzt kommt der technische Teil. Wir fangen gleich mal an mit der Leistungsaufnahme. Mit Hinterleuchtung 2,9 bis 3 Watt. Also das ist vollkommen in Ordnung für diese Uhr mit dieser Beleuchtung mit den 6 Röhren. Finde ich überhaupt nicht viel. So, da schauen wir mal. Erstmal spannungslos machen. So, dann ist das hier unten geschraubt. Boah, sehr massiv.
sehr massiv. Hier ist die kleine Batterie, CR1220, das ist für die Realtime-Clock, dass die hier ohne Spannung weiterläuft, ohne Netzspannung. Genau, was ist dann hier für Potentiometer? Gut, kann ich nicht sagen. Sieht auch sauber verlötet aus. Genau. Das kann sich sehen lassen. Aber wir müssen hier die Bolzen rausnehmen, dass man hier das Ganze rausnehmen kann. Aber sauber verarbeitet hier. Alles schön rausgefräst. Das gefällt mir. Und das Aluminium ist auch hier lackiert. Vom Feinsten. So, also wenn man das jetzt hier hinlegt, ne? Also rückwärts, also sozusagen auf die Frontseite. Die Klemmlampen, die stehen ja hier höher. Da muss man dann hier erstmal was beilegen. Also was unterlegen, dass jetzt hier die Klemmlampen nicht defekt werden. An dieser Hohlbuchse wird das externe mitgelieferte Netzteil angesteckt, was das Ganze mit 12 Volt versorgt. Auf der Hauptplatine befindet sich auch ziemlich alles an Elektronik. Auf der anderen Platine sind bloß die Sockel vorhanden, die Unterleuchtung und die Klemmlampen. Um der Hohlbuchse sind die ganzen Spannungsstabilisierungen hier zu sehen. Also hat man Step-Up und Step-Down-Wandler installiert. Einmal Step-Up für die hohe Betriebsspannung für die Röhren und dann die andere Geschichte. Das wird dann, denke ich mal, für den Mikrocontroller sein, die 5 Volt, die dann hier abwärts gewandelt werden mit dem Buck-Konverter. Dieser Chip ist die Realtime-Clock. Der DS3231, das ist der Hauptcontroller, der AT-Mega. Und hier links der Chip, das ist wahrscheinlich der Treiber für die Röhren. Und das Teil ist für den Piepston zuständig. Und hier sind die Bedientasten. Na, Plus, Menü, Minus. Und das ist Light. Genau, AT-Mega steht hier drauf. Genau, das ist Programmierung, AT-Mega-Programmierung. Und das ist nochmal hier eine Fotodiode. Aber die ist, glaube ich, bei der Version, was ich da gelesen habe, hier deaktiviert. So, dass das hier die Helligkeit nicht variiert. Na, die ist immer auf derselben Helligkeit eingestellt. Die Realtime Clock, genau, da ist ja auch die Batterie in der Nähe. Jo, schön. 105 Grad Elko. Was steht hier drauf? GND VCCRS SCK Miso Mosi. IN18 Nixitube Clock Version 1.2.1. Ja, das waren die Bedienknöpfe hier. Oh, die sind schwer. Könnte Messing sein. Ist auch Messing.
sieht das hier aus? Die Verarbeitung grandios, ne, oder? Wahnsinn. Das ist mal was. So schwer halt, ne, Aluminium. Hier zwischen den Fassungen, da sitzt die RGB-LED jeweils, die dann die Röhre runterleuchtet. Ja, hier sind die Klemmlampen. Die zwei Klemmlampen. Ja. So, wen hat man hier Autor? Leonid Volodin. Vollkommen. So, da wollen wir es wieder zusammenbauen, oder? Zur Bedienung, also auf der Rückseite hat man vier Tasten. Da ist die ganz linke Taste für die Unterleuchtung. Da kann man verschiedene Modis wählen oder abschalten das Ganze. Da hat man hier verschiedene Farben. Das sieht auch nicht schlecht aus, die blaue Unterleuchtung. Und wenn man lang drückt, kann man das Ganze ausschalten. So, die nächste Taste, also von links die zweite, das ist die Minus-Taste. Da kann man den Nachtmodus ein- und ausschalten und den Alarm. Wenn man kurz drückt, dann kann man den Nachtmodus ein- und ausschalten. So, das wäre jetzt der Nachtmodus aus. Wenn man länger drückt, kann man den Alarm ein- und ausschalten. Und jetzt, kurzer Piepston, ist der Nachtmodus an. So, die nächste Taste, das ist dann Menü. Mit einem kurzen Tastendruck kann man den Effekt inklusive Datumsanzeige ein- oder ausschalten. Dieser Effekt verhindert eine Kathodenvergiftung. Jetzt habe ich den wieder aktiviert. Und jetzt wird auch das Datum angezeigt. Wenn da deaktiviert ist, ist das Datum dann ausgeblendet. Also das wird dann nicht angezeigt. Wenn man die Menütaste länger drückt, kann man verschiedene Einstellungen tätigen oder verschiedene Modis dann wählen von den Effekten. So, und die letzte Taste, die Plus, der Plus-Button, da kann man einen Stundenton ein- und ausschalten. Na, jetzt wäre der angeschalten, also bei jeder vollen Stunde piepst das Teil. Und wenn es dreimal piepst, ist das ausgeschalten. So, und jetzt gehen wir mal ins Menü. Also lang drücken die Menütaste und loslassen. So, jetzt kann man hier den Alarm einstellen. Die erste Ziffer, also die 0 ist deaktiviert, 1 wäre aktiviert. Und jetzt drücken wir dann wieder die Menütaste. So, dann können wir das dann stellen, ne, und aktivieren oder deaktivieren. So, und das ist jetzt hier der Slot-Machine-Effekt. Also 0 wäre, da wird jeder Effekt einmal abgespielt. Ne, da gibt es verschiedene Effekte. Der 05 gefällt mir am besten. Kann man bis 8 einstellen. Von 0 bis 8. Da muss man dann jeweils dann, was einen gefällt, oder man lässt es einfach auf 0 und dann wird jeder Effekt einmal pro Minute abgespielt. Also zumindest habe ich das jetzt eingestellt. Also das bedeutet eine Minute, also in jeder Minute wird der Effekt ausgeführt. Dann kann man 3 Minuten oder 5 Minuten einstellen. So, das Datum. Das kann man jetzt ändern, das Jahr, Monat,
und der Tag. So, und wenn man wieder weiter drückt, das ist dann die Uhrzeit. Hier kann man dann auch stellen, die Stunden, Minuten und die Sekunden. So, und dann wenn man wieder Menü-Taste drückt, dann springt man hier wieder in den normalen Modus und die Uhr läuft ganz normal.